Ja, meistens tritt die Feder erst auf, wenn du kaufst und einsteigst, also dann. Weil das merkst du ja jetzt direkt. Weil dann stürzt der Mod ab und fertig. Oder das Skript halt. Ja. Boah, es kommt immer auf den Fehler drauf an. Manches springt zum Absturz, manches ist einfach egal. Man, der läuft im Hintergrund weiter. Ja, ich hab's doch auch schon. Ha, ich weiß gar nicht, was ich heute alles schon geschafft habe. Ich hatte Logdateien, die waren erst mal 800 Kilobyte groß. Weil ich alles wirklich halt reinschreiben lassen hab. Ja, die Passagen, wo er halt sehr viel geschrieben hat, bei der ganzen Feldabfrage halt. Alter, wir haben schon einen Kredit von 175.000. Bist du fertig eigentlich? Was machst du? Ja, gerade wegen Kredit schon. Was sagt denn das Geld? 21.000. Das klingt nicht gut. Und Kredit von 175.000. Das klingt noch schlechter. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen dann ein bisschen in die Forstwirtschaft und du mal ein paar Bäume machen. Damit wir halt erst Kredit aufnehmen, Forstsachen kaufen und dann Kredit ein bisschen abarbeiten. Und dann eben Bäume, oder? Jo. Du sagst es. Die Frage ist halt, welche Forstsachen jetzt? Ja, ich weiß ja nicht, was du hinzugefügt hast. Du kannst hier schon mal shoppen gehen. Ich schau mal, ich habe so Bagger und so Skidder und sowas, aber die sind dann eher zum Rumspielen ein bisschen. So richtig zum aktiven Arbeiten sind sie eher nicht gedacht. Muss ich Wir ehrlich können auch zugeben. nicht spielen, wir haben kein Geld für Spielereien. Ja, wie gesagt, die kosten nur 10 Euro. Die kosten nur 10 Euro. Deswegen möchte ich die auch das nicht ist, das ist die geilste Aussage. Aber 10 Euro sind 10 Euro, merkt ihr das? Das Leben ist hart. Aber deswegen möchte ich die auch nicht kaufen, weil das wäre jetzt ein unfaires Spiel, wenn wir einfach so eine riesen Maschine schon kaufen. Diese Maschine dient zum Transport von Dings. Jetzt werde ich natürlich recht wissen, gell? Welcher Anhänger hat zum Beispiel das automatische Laden? Der Anhänger, der von dem Mod kommt, der das automatische Laden hat. Ja, welcher? Ich meine, wir haben nur zwei Timberrander. Dolly EA. Der. Auto Load Wood steht doch dabei. Warum liest du nicht, du Idiot? Ja, viel zu simpel. Aber dann würde ich sagen, hol mal die Bäumstämme, laden wir sie so auf mit denen. Ist doch simpler als mit der Maussteuerung. Außer du willst mit der Maussteuerung arbeiten. Nein, aber du könntest doch deine hier ultramatische hier EU-Steuerung. Ja, aber das ist auch eher zum Spielen und nicht so wirklich jetzt für aktives Let's Play so. Zu spielen war es cool, das stimmt. Ja, eben einfach so just. Weil es hatte was, wenn du da wirklich so an deinem Stuhl sitzt und halt wirklich mit den Knüppeln steuerst. The Beast. Ist schon was Feines. Das heißt, den Anhänger, dann brauchen wir aber rein theoretisch ein LKW oder ein Dolly. Was nehmen wir da? Dolly wäre die günstige Variante. Nehmen wir Dolly. Nehmen wir Dolly. Wir können uns. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, was machen wir mit Bäumen? Da haben wir machen wir, ob wir es jetzt schreddern oder direkt fortschaffen? Genau. Ja, direkt fortschaffen ist günstiger, sonst bräuchten wir auch keinen Anhänger, oder? Also, sonst musst du es ja irgendwie wieder in die Häckselerei rein schaffen. Ja, ja, das ist klar. Nur wohin du es direkt wegschaffen? Das. Na, halt zum Holzhändler oben. Ja, wir hätten da einen Holzhacker. Oder was meinst du? Ja, bleibt hier nichts anderes über. Der Moment, wenn du jemanden nicht folgen kannst. Ja, ich weiß. Das kenne ich bei dir auch. Die Frage ist jetzt für die Bäume fällen. Machen wir das mit der Motorsäge oder nehmen wir uns dann Harvester? Harvester? Ja, können wir uns das leisten? Ja, die Bäume mit der Motorsäge fällen, wir brauchen halt auch die gewisse Länge, gell? Die dürften nicht zu lang sein und ich weiß schon, dass es teuer ist. Die Frage ist halt, wie mit den Anhänger, den müssen wir ja eigentlich nur daneben packen. Kann er deinen kompletten Baum fassen? Nein, nur die gewisse Länge, glaube ich.
Ich kaufe mal den Anhänger, dann schauen wir uns mal die Sache an. Ein Dolly? Kaufen. Das wäre mal eine Option. Breitbereifung. Das investieren wir, das brauchen wir. Haben wir viel Gewicht Müssten drauf. wir dann nicht eigentlich den Harvester mit einem LKW zum Wald schaffen? Oder darf der auf der Straße fahren? Jetzt mal so. Rein theoretisch dürfte er nicht. Du musst sogar mit Begleitfahrzeug normal fahren. Ist halt natürlich immer auf die Okay. Größe drauf an. Ich glaube, der Kleine, den wir haben, den Schamboder, der dürfte, glaube ich, auf der Straße fahren. Macht aber standardmäßig keiner, weil einfach der wäre zu langsam für die Straße. Würde viel zu lange brauchen. Also ich kenne es von bei uns hier ist wirklich nur mit LKW. Oder per Handsäge. Handsäge. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Wer braucht das nicht? B. Forstgeräte. Den. Auswählen. Ich hab Das. das Feld bald fertig. Gut. Ja, dann ist es gut. Dann würde ich mal hier den Fronter da Noch absetzen. zwei Bahnen. Geil ist Da. halt wirklich, wenn du einen Berg runterfährst und das Ding läuft einfach. Wie läuft Du meinst fährst halt mit 30. Ey, was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er das Ding einfach zusammengeklappt. Das war auch so schnell unterwegs. du? Ein Shift? Ein Habe ich ihm Shift. noch niemals gesagt? Mach mal jetzt. Ja, dann wieder aufklappen. Jetzt fahren wir auf der anderen Seite hoch und dann werden wir schauen, wo er stehen geblieben ist. Steht er jetzt wenigstens? Moment mal, was tut er? Er Tut nur abseilt noch so. Blödsinn. Ja, da freut man sich einmal, dass bald Feierabend ist. Und dann das. Dann das. Feierabend beginnt jetzt im Wald, Junge. Er tut aber jetzt 10 Jahre. Zumindest hoffe ich mal, dass wir das mit dem Wald hinbekommen. Wenn da halt ein Streifen bleibt, dann tut's mir leid. Das geht mal gar nicht. Ist das ordentlich mal? Sonst geht mal gar nichts da. Haben wir irgendwie auf der Karte irgendwo Wald sozusagen? Ja, ganz rechts oben. Rechts oben oder bei uns jetzt hier zum Kuhstall hoch. Stimmt, da ist auch ein Wald, ja. Wir müssen halt mal Der testen, wie der Hänger funktioniert. Und daneben, wie wir den abladen. Am besten wäre ja mit dem Zug, oder? Weil da ist Wie ja mein direkt Zug. den. Ja, mit dem Zug den Hänger abladen dann. Weiß nicht, vielleicht kann man ihn auch einfach auskippen. Habe ich noch keine. Habe ich nicht gesehen. Muss ja mal sehen. Irgendwie ging. Wo bist denn jetzt? Beim Händler Beim bin ich. Händler. Hast das Zeug denn jetzt im Besitz? Ja. Jetzt hat er erstmal Dolly angehängt. Es ist 20 nicht Liter Dolly. Wo liegt 20. da jetzt der Unterschied? Ein Achser oder zwei Achser, glaube ich. Okay. Ja, okay, der Hänger ist lang, also da kann man lange Baumstämme drauf klatschen. Vielleicht gehen sogar extrem lange, man weiß es nicht. Muss man einfach testen. Start Autoload. Start abladen. Ja, geht auch. Okay. Gut. Was macht er, wenn ich X drücke? Okay, macht da nichts. Ist Mal ja auch nichts was. drauf. Der wird Ja. wahrscheinlich keine Animation da jetzt haben. So. Also, Abladeseite kann man auch wählen. Links oder rechts, ja. Perfekt, ey. Haben wir alles, was wir brauchen. Perfekt. Dann fahren wir mal zum Wald. Wo fahren wir hin? Ja, oben da, Richtung Kuhstall, oder?
Ja, das fände ich vielleicht mal eine gute Idee. Machen wir mal ein paar Bäume. Die Länge müssen wir halt gucken, wie wir die machen. Erstmal ganz unten und dann schauen wir weiter. Na gut, wir könnten ja jetzt auch in der Luft sehen. Warum in der Luft? Ja, Mausrad nach oben gescrollt. Ach so, so in der Luft meist. So, wir haben ein Feld fertig. Ich bin glücklich. Surprise, surprise. Dann kann man nur das Beste hoffen, dass das funktioniert mit dem Anhänger da. Zwar ist es nicht das Beste, weil wir Dolly haben, aber. Warum ist es denn Dolly so schlimm? Rückwärts fahren? Ja, es gibt auch solche Anhänger. Eben. Das gleiche wie mit solchen Anhängern, die halt. Deswegen meine ich ja, ist ja gerade das Beste. So doppelgelenkig auf der Fahrzeug. Die weiß nicht, ob man mit denen da oben in den Wald so gut zurechtkommt mit den Anhängern, aber wir werden es gleich merken. So, wo fahren wir denn am besten rauf, da hinten? So, dann hier lang. Jetzt keiner gesehen. Hey, was machst du? Mit Schwung, dass die Berge hochkommen, ey. Der Berg hier oben wird lustig. Immerhin habe ich Allrad eingeschaltet, glaube ich, dass das Allrad ist. Einfach 4, 5, 6. Schaffst das, schaffst das. Hübsches Ding. Hübsches Ding. FSI Modding. Kauft ein bei FSI Modding. So, backen wir mal hier irgendwo ein. Das sieht so wunderschön aus. Ja, die Bäume sind da auch noch nicht so viel gewachsen, gell? Problem ist, dass man halt noch nicht schneller läuft. Ich schau mal da unten aus mit dem Wald. Ja. So richtig Wald ist das aber auch nicht, ne? Ist halt hier nur Baumhöhe. Ja. Wachsen die wirklich? Normal müssten die wachsen. Wär's mal trotzdem einfach mal welche fällen. Ja, aber wenn dann halt vielleicht große, gell? Sollen wir mal so machen? Eins. Können wir. Nee. Doch. Können wir sogar tief unten schneiden. Nee. Irgendwie geht das halt. Müssen wir so. Meinst du wo drin oder wie? Hä, warum lässt das hier nicht so? Ah, so jetzt. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Endlich. Und schneiden! Fällt er nicht? Baum fällt nicht. Bei mir auch nicht. Na komm, fall um. Dummes Ding. Hallo? Warum fällt er nicht? Jetzt fällt er. Ne, irgendwie auch nicht. Hey, was macht denn der Baum? Na jetzt. Der steht schon übelst schief bei mir. Jetzt fällt er, ja. Bam. So, ein Asten. Baum hat's geschafft. Oh, jetzt ist die Frage, wie lange lassen wir den? Weiß eher, wie kann man die dann aufladen? Ja, einfach hinfahren und die Taste drücken. Start Auto los. Aber du musst die glaube auf der Seite dran. Wie nah dran muss denn der sein? Stopp, Start, Stopp, Start. Keine Ahnung. Wie nah, deswegen. Man sagt nicht, was man testen. Hopp.